Good evening, Miss. Guten Abend, Herr Annett. Hallo. Mr. Annett, Herr Annett, wann und warum ist das ITCCS gegründet worden? Why has the ITCCS been founded? Das ITCCS wurde gegründet im Jahre 2010 in Dublin, Irland. Und sein Zweck ist es, Überlebende von Verbrechen innerhalb der Kirche, vor allem der katholischen Kirche, zu vereinen. Denn wir haben gearbeitet mit irischen Überlebenden, die als Kinder von Priestern missbraucht worden waren. Aber nun hat sich die Arbeit auf viele Staaten ausgedehnt und es involviert Menschen, die sich Verfolgung oder Verbrechen gegenüber sehen, sowohl von der Regierung als auch von den Kirchen. Wenn ich nach Ihrer Webseite gehe, denke ich, der größte Fall, den Sie bisher gehabt haben, die Situation der Residential Schools in Kanada ist. Das stimmt, wir haben die meisten Beweise dazu wegen der Arbeit, die ich seit dem Jahre 1995 geleistet habe, in der Dokumentation der Todesfälle von über 50.000 eingeborenen Kindern. Und diese sehr hohe Todesrate ist vor kurzem bestätigt worden durch die kanadische Regierung, die eingeräumt hat, dass viele Zehntausende von Kindern starben in diesen indianischen Schulen. Und da sind all die Beweise, die wir online veröffentlicht haben, unter itccs.org und es beweist, dass all die Verbrechen, die völkerrechtlich als Völkermord definiert sind, in der Tat in diesen Schulen aufgetreten sind, die betrieben werden von den katholischen und protestantischen Kirchen und von der Krone von England. Können Sie hinzufügen, wann und auf welche Weise die Regierung zugegeben hat, dass so viele Kinder dort gestorben sind? Die Regierung gab das zu in einer Reihe von Interviews, welche gemacht worden sind, in dem, was die Wahrheits- und Versöhnungskommission, Truth and Reconciliation Commission oder TRC genannt wird. Sie wurde eingerichtet von der Regierung und den Kirchen, um Geschichten von eingeborenen Menschen zu hören, die auf diesen Schulen gewesen sind, aber die TRC war ein Versuch, die Informationen zu kontrollieren und um das Auftreten von Klagen und Strafverfolgung gegen Regierung und Kirchen nicht zu erlauben. Aber sie mussten aufgrund ihrer eigenen Aufzeichnungen zugeben, dass sie viele der Dokumente fanden, welche ich vor vielen Jahren entdeckt und veröffentlicht hatte, was zum Beispiel zeigt, dass über die Hälfte dieser Kinder jedes Jahr in diesen Schulen starben. Was sind die Gründe dafür, dass so viele von ihnen gestorben sind? Weil es eine Praxis gab, die gesunde Kinder einzuschließen in Schlafräume, wo die Kinder an Tuberkulose und Pocken starben. Und die Krankheit verbreitete sich und tötete viele der Kinder. Und sie taten es vorsätzlich laut den Briefen ihrer eigenen Vertreter. Das erinnert uns an die Zeit der Kolonialisierung. Ich denke, die Pocken hatten eine große Rolle auch in der Kolonialisierung von anderen Ländern. Das stimmt, sie taten etwas sehr Ähnliches in vielen Ländern. Und die Leute sind überrascht, wenn sie hören, dass es in Kanada geschehen ist. Aber das gleiche Regime ist aufgetreten, zum Beispiel, wo diese Schulen, die Residential Schools, ursprünglich errichtet worden sind, durch die Jesuiten im späten 18. Jahrhundert. Es war das gleiche Schulsystem, welches sie überall auf der Welt errichteten, um indigene Menschen ihrer Sprache und ihrer Kultur zu berauben bzw. zu zerstören und um über die Hälfte ihrer Kinder zu töten, sodass die Kultur zerstört wurde und das Land und die Ressourcen übernommen wurden. Und das war das gleiche Muster überall auf der ganzen Welt. Ist die Übernahme des Grundbesitzes und der Ressourcen eines der Hauptmotive, die indigenen Menschen in die Residential Schools zu bringen? Ja, das ist richtig. Es war eines der Hauptziele. Einer der Gründe, die wir kennen, ist, dass Kanada, als das Gesetz eingebracht wurde im Jahre 1920, dass alle Kinder in diese Schulen mussten. Die Schulen wurden auch im Westen von Kanada gebaut zu der Zeit, als die Eisenbahn das Land verband und viele Siedler nach Westen brachte. Und darum gab es einen großen Druck auf die Regierung, die Indianer von ihrem Land wegzubekommen, damit die weißen Siedler und die Konzerne das Land haben konnten.
Und das ist in vielen Briefen beschrieben worden, welche wir veröffentlicht haben von indianischen Nationen und von Missionaren, welche feststellen, dass es das Ziel dieser Schulen ist, sie vom Land zu trennen, sodass wir das Land haben können. In your presentation to the International Law Court of Justice, you say that the crime against In Ihrer Präsentation gegenüber dem International Law Court of Justice sagen Sie, dass das Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Völkermord stattgefunden haben in der Zeit von 1889 bis 1996, wenn ich es richtig verstanden habe. Welche Ereignisse haben in diesen Jahren gelegen? Nun, der Völkermord, welchen wir aufgedeckt haben, hat in verschiedenen Stufen stattgefunden. Die erste Stufe in den späten 1800er Jahren war der Versuch, so viele Kinder wie möglich zu zerstören. Daher findet man, dass die Todesrate sehr hoch war in jenen frühen Jahren. In den 1930er Jahren und während des Zweiten Weltkrieges war viel von dem Land bereits weggenommen worden, sodass das Hauptziel dann nicht so sehr war, sie zu töten, sondern sie zu kontrollieren, sie von dem Land wegzubekommen, ihnen im Ergebnis das Gehirn zu waschen, sodass ihre Kultur vergessen werden würde. Und damals haben sie die eingeborenen Führer selbst dazu gebracht, dabei zu helfen, dies den eigenen Leuten anzutun. So wurde vielen der Chiefs erlaubt, ihre eigenen Kinder aus den Schulen herauszuhalten, wenn sie herumliefen und die anderen Kinder einsammelten oder einzusammeln. Damit haben sie wirklich die Leute gegeneinander aufgebracht, um, wie sie wissen, die Eingeborenen zu kontrollieren. Und heute noch, nach dem Indianergesetz in Kanada, haben Ureinwohner nicht die gleichen Bürgerrechte wie die Kanadier. Sie sind in einer anderen Kategorie. Sie sind nicht wirklich Bürger, sondern was als Mündel des Staates bezeichnet werden würde. Was bedeutet, dass die Regierung all ihre Handlungen kontrolliert, wenn sie in diesen Reservationen leben? Daher ist es immer noch ein sehr koloniales System, welches die Indianer in Kanada beherrscht. Ich habe nicht gewusst, dass sie immer noch nicht die gleichen Rechte haben. Ich habe gedacht, dass sie eine Assembly of First Nations, also eine Versammlung der Ureinwohner haben, welche sich nachdrücklich für sie einsetzt. Nun, die Assembly of First Nations wurde von der Regierung eingerichtet und sie wird vollständig von der Regierung finanziert. Sie waren im Wesentlichen Marionetten-Chiefs, welche von der Regierung kontrolliert werden. Sie mögen es noch nicht einmal, ihre eigenen Leute zu stören, sie zu beeinträchtigen. Die Chiefs ernennen sich gegeneinander oder einander. Es ist also kein gewähltes Gremium, welches Indianer repräsentiert. Es ist ein Gremium, das Indianer verwaltet. Erinnern Sie sich an das Beispiel in Europa in den 1930er und 1940er Jahren. Die Nazis richteten den Judenrat in den Ghettos in Europa ein, wo die jüdischen Führungspersonen ihre eigenen Leute kontrollieren würden und entscheiden würden, wo sie leben und alles im Auftrag der Nazis. Das ist genau wie das System in Kanada ist. Eingeborene Führungspersonen werden bezahlt, um grundsätzlich ihre eigenen Leute zu kontrollieren und die kanadische Regierung hilft ihnen dabei, das zu tun. If I look into the Roman Statute, wenn ich ins römische Statut schaue und Ihre Präsentation sehe, scheint es mir, dass viele Teile des römischen Statuts hinsichtlich Artikel 6 bezüglich Völkermord und Artikel 7 Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllt sind, zumindest hinsichtlich des objektiven Tatbestands, was getan worden ist. Ja, das ist das römische Statut vom Internationalen Strafgerichtshof. Es zeigt, dass es nicht nur ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, sondern dass die Menschen verpflichtet sind, ihre eigene Regierung vor Gericht zu bringen für die Verbrechen, die sie begangen haben. Und das ist einer der Gründe, warum wir den Fall vor das International Common Law Gericht in Brüssel gebracht haben. Denn Kanada ist klar des Völkermordes schuldig, wie auch die Kirchen in Kanada. For example, many children have died and you have described conducts which. Ich meine, es sind zum Beispiel viele Kinder verstorben und sie haben Verhalten beschrieben, wo Menschen sich nicht frei bewegen können und wo ihnen Leid zugefügt wurde, welches zum Beispiel nach Folter aussah. Richtig.
Und diese Verbrechen geschehen heute immer noch. Ich weiß das, weil ich es nicht nur 20 Jahre lang erforscht habe, sondern ich habe als ein Pfarrer auf den Straßen von Vancouver gearbeitet, wo viele der eingeborenen Menschen leben und sterben. Und ich weiß aus Erfahrung, dass die Todesrate unter den Indianern so hoch ist, wie sie es immer gewesen ist, selbst vor 40 oder 50 Jahren. Und viele der eingeborenen Frauen verschwinden immer noch und werden getötet durch die Polizei, durch andere Leute. Und vor allem an der Westküste von Kanada gibt es hunderte vermisster Ureinwohner und viele eingeborene Männer werden von der Polizei getötet oder verhaftet. Sie werden immer noch die ganze Zeit von ihrem Land vertrieben. Viele der obdachlosen Indianer sind von Geschäftsleuten von ihrem Land vertrieben worden, von Wasserfirmen, von Uranfirmen, um das Land zu bekommen. Die eingeborenen Chiefs haben auf das Land ihre eigenen Leute gegenüber den Unternehmen verzichtet und dann ihre eigenen Leute vom Land vertrieben. Das geschieht in ganz Kanada. Diese Verbrechen geschehen also heute immer noch. Sind die Residential Schools geschlossen worden? Sie wurden geschlossen im Jahre 1996, aber sie wurden, was in den Schulen geschehen ist, geschieht immer noch durch das System der Regierung, wo Kinder angegriffen werden aus den Wohnungen ihrer eigenen Familien heraus und in die Haushalte von weißen Menschen gesteckt werden. In der Tat gibt es heute mehr eingeborene Kinder in weißen Pflegefamilien als in Residential Schools gewesen sind. In weißen Pflegefamilien wird ihnen nicht erlaubt, ihre eigene Sprache zu sprechen und sie haben den Kontakt zu ihrer Kultur verloren. Es geschieht also weiterhin der gleiche Genozid, nur auf einer privateren Weise, nicht durch die Schule, sondern durch weiße Pflegefamilien in ganz Kanada. Also mit mehr Assimilation, nicht durch Töten heute. Das stimmt, es ist eine Art Assimilation, aber es führt immer noch zum Tod in einem jüngeren Alter, wenn Menschen den Kontakt mit ihrer eigenen Identität verloren haben. Viele von ihnen haben ihre Lebensweise verloren, sind verlorene Menschen geworden. Und ich sehe das, wenn ich zum Beispiel als Pfarrer die ganze Zeit Begräbnisse von eingeborenen Menschen abhalte. Und es ist nicht ungewöhnlich, für einen eingeborenen Mann an Diabetes zu sterben, wenn er in etwa in den 40er Lebensjahren ist, was sehr viel früher ist, als man normalerweise an Diabetes sterben würde. Aber diese Leute sterben in einem viel jüngeren Alter. Ungefähr ein Drittel aller Häftlinge in Kanada sind Eingeborene, obwohl sie nur 2% der Bevölkerung ausmachen. Dies zeigt, dass die Auswirkungen auf die Menschen immer noch sehr schlimm sind. Settlers, if corporations have been greedy and wanted the land and the resources of the Indians, wenn Siedler und Konzerne gierig gewesen sind nach dem Land und den Ressourcen der Indianer, warum denken Sie, dass es auch hinsichtlich des subjektiven Tatbestands Völkermord ist? If one wants to rob someone else, I would rather think that it's crime against Wenn man jemanden berauben will, würde ich eher annehmen, dass es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Ist es wirklich ein Ziel gewesen, Menschen zu zerstören? Es war das Ziel von Anfang an und es hatte eine religiöse Rechtfertigung. Die Missionare glaubten im Allgemeinen, dass die eingeborenen Menschen konvertieren mussten zum Katholizismus oder zum Christentum oder sie ansonsten kein Lebensrecht hätten. Es geht aus vielen ihrer Dokumente hervor, dass es besser sei, wenn ein Eingeborener stirbt, wenn er vorhabe, ein Heide zu bleiben. Es gab ansonsten auch diesen Glauben, aber heute noch, wie ich erwähnt habe, sind Eingeborene nach dem Gesetz in Kanada Bürger zweiter Klasse. Sie haben nicht die gleichen Rechte. Und das findet man in jedem Völkermordsystem, dass sie immer noch rechtlich benachteiligt werden. Against, I think, the three main churches, the Vatican, and also Sie haben den Fall der Residential Schools in Kanada eingebracht gegen, ich denke, die drei Hauptkirchen, den Vatikan und auch die Regierung von Kanada. Können Sie zeigen, wie die Kirchen und die Regierung gesetzlich und institutionell kooperiert haben in diesem Verbrechen? Die Regierung und die Kirchen hatten ganz am Anfang einen gemeinsamen Plan, wie die Tötung von Kindern in diesen Residential Schools durchzuführen wäre. Wir wissen das, denn wir haben Dokumente veröffentlicht online auf einigen meiner Webseiten.
Und die Dokumente zeigen, dass es im Jahre 1910 einen Vertrag, eine sogenannte Vereinbarung gegeben hat zwischen den Kirchen, der katholischen Kirche, der anglikanischen Kirche oder der Kirche von England und der United Church, zu welcher ich gehöre, bevor sie mich ausschlossen. Alle drei Kirchen und die Regierung von Kanada hatten eine Vereinbarung, dass sie diese Schulen zusammen betreiben würden. Und wir fanden heraus, dass im allerersten Jahr, als diese Residential Schools geöffnet wurden, die Todesrate bereits bei 40-50% gelegen hat. Die Todesrate von Indianern war sehr gering außerhalb der Residential Schools, aber innerhalb der Residential Schools ist es über viele, viele Jahre eine sehr hohe Rate gewesen. Und dies zeigt sogar den Vorsatz, diese Kinder zu vernichten. Ansonsten wäre die Todesrate gesunken. Aber es zeigt auch, wir haben Beweise, dass die Regierung und die Kirchen Sterilisationsprogramme geplant haben, wo staatliche Ärzte hineingehen würden und junge indianische Jungen und Mädchen sterilisieren und so unfruchtbar machen würden, wenn sie weiterhin ihre eigene Sprache sprechen. Das ist eine der Definitionen von Völkermord, wenn man Geburten stoppt, wenn man die Fortpflanzung einer Gruppe verhindert, dann versucht man sie zu zerstören. Viele der Techniken, die benutzt wurden in Russland unter Stalin und in Deutschland, waren entlehnt von den Dingen und Vorgängen, die viel eher in Nordamerika geschahen, bevor ihre Regime an der Macht waren. Wir stellen fest, es war definitiv ein Versuch, sowohl der Regierung als auch der Kirchen, diese Dinge zu tun. Und dann vertuschten sie es im Nachhinein. Sie zerstörten Gräber. Wir fanden 28 Massengräber in Kanada, wo eingeborene Kinder begraben worden sind. So hatte die berittene kanadische Polizei jene Gräber umgegraben und zerstört. Sie haben alles Mögliche getan, um diese Verbrechen zu verbergen. Kann man sagen, auf welche Weisen viele dieser geschätzten 50.000 Opfer gestorben sind? Ist es hauptsächlich durch Krankheiten gewesen oder durch Gewalt oder durch Hunger? Wie haben sie es getan? Die Mehrheit der Kinder, die gestorben sind, sind an Hunger und Krankheit gestorben. Denn das System wurde eingerichtet, um Krankheit zu schaffen und um Hunger zu schaffen, vorsätzlich. Es gab eine Menge Gewalt. Viele der Überlebenden zum Beispiel, die ich befragt habe, einige tausend der Überlebenden mit den Jahren, alle ihre Aussagen sind aufgezeichnet, aber immer und immer wieder hörte ich von den Überlebenden, dass, wenn immer sie in der Schule erschienen, sie geschlagen und oft vergewaltigt worden sind. Das war das Erste, was mit ihnen geschehen ist, und das terrorisierte sie und brachte sie dazu, zu gehorchen. Die Gewalt, die sexuellen Übergriffe, die Folterungen waren also Standardpraxis gegenüber all diesen Kindern. Ich habe kaum eine Geschichte von irgendjemandem gehört, der jene Verbrechen nicht erlebt hat. Es war ein Regime des Schreckens von Anfang an, aber es waren hauptsächlich Krankheit und Hunger, worauf sie sich verlassen haben, um die größere Zahl zu töten. That violence has not been because of neglect. Who has been responsible? Es scheint also, dass die Gewalt nicht geschehen ist aus Nachlässigkeit, wer in diesen Schulen die Verantwortung getragen hat, sondern sie ist systematisch getan worden, es ist gewollt worden. Ja, es ist systematisch gewesen und es ist eine Tatsache, wenn die Leute, die in diesen Schulen gearbeitet haben, die weiße Menschen gewesen sind, wenn sie es ablehnten, die Kinder zu verletzen, wurden sie oft entlassen, sofort. Ich sprach mit Leuten, die in diesen Schulen gearbeitet hatten, und wann immer sie Mitgefühl zeigten mit den Kindern, wurden sie unverzüglich entlassen. Sie erlaubten nur Beschäftigte, die brutal und sadistisch waren, um im System zu bleiben. Das stellte nicht nur sicher, dass die Kinder geschädigt wurden, sondern dass jeder weiterhin schwieg und nicht darüber sprach. Denn sie waren alle mitschuldig und sie deckten einander schließlich alle. Das ist der Grund, warum diese Dinge viele Jahre lang nicht bekannt geworden sind. If I have understood correctly your plädoyer to the Wenn ich Ihr Plädoyer gegenüber der Jury des International Common Law Court of Justice hinsichtlich der indianischen Residential Schools richtig verstanden habe,
dann haben Sie von einer Verbindung zwischen jenen Residential Schools und dem Kinderhandel gesprochen. Inwieweit gibt es da eine Verbindung? Es gibt eine starke Verbindung, denn eines der Ziele der Residential Schools in Kanada ist es gewesen, Kinder zur Verfügung zu stellen für Kindervergewaltiger, Pädophile innerhalb der Kirche, aber auch andere Leute, die dorthin gehen und die Kinder benutzen. Wir haben viele Augenzeugen, die beschreiben, wie Menschen aufgetaucht sind und die Kinder mitgenommen haben. Und dann wurden die Kinder nie mehr wiedergesehen. Oder sie sind sehr verletzt zurückgekommen. Und wir wissen, dass die Residential Schools Kinder zur Verfügung gestellt hat an diese Leute und dass das System heute noch fortbesteht. Wir haben Augenzeugen gehabt, die beschrieben haben, Teil von Kinderhandelsnetzwerken gewesen zu sein, vor allem an der Westküste von Kanada, an sehr elitäre, wohlhabende Clubs. Es gibt einen in Vancouver, genannt Vancouver Club, und viele Geschäftsleute, Politiker und Richter sind Mitglieder. Wir haben viele Augenzeugen gehabt, die sich gemeldet haben und die Richter beschrieben haben und andere Politiker, die darin involviert gewesen sind. Gerade wie in Belgien, der Marc Dutroux-Fall. Und in Belgien und Holland und anderen Ländern in Europa, wo hochrangige Politiker und Richter involviert waren in Kinderhandel. Wir haben das gleiche System hier in Kanada. Und das ist einer der Gründe, warum wir Anzeigen gegen den Vatikan und andere hochrangige Vertreter, also im Vatikan, eingereicht haben, wegen des Handels mit und der Schädigung von Kindern heute. Also, wissen Sie, diese Verbrechen gehen weiter. Es gibt keinen Grund, weswegen sie gestoppt hätten oder gestoppt wurden. If I understand it correctly, then this has happened also systematically and also in a rather large scale. Wenn ich es richtig verstehe, geschieht es auch groß angelegt und systematisch. Es sind eher nicht traumatisierte Menschen, die selbst traumatisiert worden sind und dann das Trauma weitergeben an andere Menschen, sondern es geschieht organisiert. Richtig, es ist nicht nur, dass die Menschen, die missbraucht worden sind, selbst Missbraucher werden, denn das ist, was oft geschieht. Es ist stattdessen ein sehr organisiertes System des Kinderhandels und es ist überall auf der Welt. Wir wissen, dass das organisierte Verbrechen darin involviert ist, das Mafiasyndikat in Europa namens Ndrangheta. Wir wissen von einigen Insidern, die mit Ndrangheta-Mitgliedern verheiratet sind, die ihre Aussage gemacht haben und beschreiben, wie sie die Kinder zur Verfügung stellen für einige satanische Rituale oder medizinische Versuche oder Zwecke in der Art. Sie haben eine Menge Geld mit dem Kinderhandel verdient überall auf der Welt. Und so ist es ein sehr wohlhabendes System, Kinder zur Verfügung zu stellen. Und ist es ein System eher für den Missbrauch oder für satanische Rituale oder etwas in der Art? Es ist etwas für beides. Wir wissen, dass die Kinder zur Verfügung gestellt werden. Manchmal werden sie zur Verfügung gestellt an Paare, die keine Kinder haben können und ein Baby benötigen. Sie nehmen sie von Waisenheimen und dergleichen. Sie geben sie auch an Pädophile und Leute, die gerne Kinder vergewaltigen, zum Sex mit Kindern und dergleichen. Sie stellen sie für den Zweck zur Verfügung. Aber die gleiche Gruppe stellt sie auch für satanische Rituale zur Verfügung. Und die Kinder sind in satanischen Ritualen oft aufgezogen worden innerhalb von Familien, die Mitglieder eines Kultes sind. Und sie geben dazu auch ihre eigenen Kinder. Es ist eines der Rituale, dass man in der Lage sein müsse, sein eigenes Kind zu geben, es zu opfern, um ein Mitglied des Kults bleiben zu können. Und wir wissen das von einigen Augenzeugen, von einer Frau Toos Nejenius und Annemarie van Billenburg. Beide leben in Holland. Sie waren Mitglieder dieses Kultes und sie haben ihre Aussagen gegenüber unserem Tribunal gemacht, wie das geschieht, all diese Verbrechen, all diese verschiedenen Arten, Kinder zu benutzen. I imagine if there are really high-ranking people involved in that, then that it's. Ich stelle mir vor, wenn dort wirklich hochrangige Leute darin involviert sind, dass es dann möglicherweise auch ein System organisierter Erpressbarkeit ist, sodass Mafia-Organisationen eine gewisse Menge an Kontrolle haben über Richter und über Politiker. Ja, das ist genau zutreffend. Das ist es genau, wie Politiker und Richter gefangen werden. Sie werden zu Zeremonien eingeladen und dann werden sie Zeugen dieser schrecklichen Dinge
und werden dann erpresst, um sie auf diese Weise zu kontrollieren. Auch Annemarie van Miljenbroek, die verheiratet ist mit einem Mitglied der Ndrangheta, sagt, dass die Ndrangheta-Männer oft Richterinnen, Anwältinnen oder Politikerinnen heiraten, um sie auf diese Weise zu kontrollieren. Nun, es ist definitiv für Erpressungszwecke, ja. Haben Sie eine Vorstellung, wann das begonnen hat? Ich würde mir vorstellen können, dass es möglicherweise begonnen hat mit einer Gier nach Ressourcen, mit Kolonialismus und Rassismus. Ist jener organisierte Missbrauch von Kindern die Überlappung mit dem Kinderhandel vielleicht ein neueres Phänomen? Nein. Es geht tatsächlich viele Jahrhunderte zurück. Wir haben Beweise in Aufzeichnungen der katholischen Kirche gefunden, dass dies vor sich gegangen ist. Die Politik in der katholischen Kirche ist, dass die Vergewaltigung von Kindern versteckt werden müsse. Es ist eine Politik crimen soli satanis und es geht mindestens bis 1929 zurück. Selbst davor hat die Kirche das praktiziert. Die Kinder werden, wenn sie geschädigt werden, dazu gebracht zu schweigen. Dem Priester wird nicht erlaubt, darüber zu reden. Und wenn sie darüber reden, werden sie exkommuniziert. Das ist also eine alte Politik der Kirche. Und wir wissen auch, dass in Gebieten, die kolonialisiert worden sind, die eingeborenen Kinder auf diese Weise benutzt worden sind. Denn nach Meinung der Kirche haben sie keine Seelen gehabt und sie könnten sterben. Und es wäre noch nicht einmal eine Sünde, sie zu töten. Denn sie waren keine Christen. Und deshalb waren diese Verbrechen in den kolonialisierten Gebieten an den eingeborenen Menschen so verbreitet, denn sie haben nicht geglaubt, dass sie Menschen waren. Unglaublich. Und gleichzeitig wollten sie die Leute missionieren, sie zu Christen machen. Es ist unglaublich. Das ist. Ich weiß. Und die Politik war, um Ihnen ein Beispiel zu geben, dass der Vatikan, die katholische Kirche, eindrang in Mexiko, in die neue Welt. Sie sagten, dass wenn ein Indianer dort konvertierte und ein Katholik wurde, er ein Sklave werden könnte. Sie könnten ihn dann nicht vernichten, sondern sie mussten ihn versklaven. Das ist das Höchste, was man zu erwarten hatte, entweder getötet zu werden oder ein Sklave zu werden. Und es gibt immer noch die Meinung, dass jeder, der kein getaufter Katholik war, kein wirkliches menschliches Wesen sei und versklavt werden sollte. Und jene Politik hat sich niemals geändert. Das ist also einer der Gründe, dass wir mehrere Päpste angezeigt haben. Josef Ratzinger war einer von ihnen. Er war persönlich in die Vertuschung dieser Kindesmissbräuche involviert gewesen, aber jeder Papst, der im Amt ist, muss sich an diese Politiken halten. Was ich nicht wirklich verstehe, Papst Benedikt XVI., vielleicht ist er emotional überwältigt gewesen und nicht in der Lage gewesen, mit dem Thema umzugehen. Vielleicht ist er zu sehr geschockt gewesen, als er davon erfahren hat. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was seine persönliche Antwort war, aber wir wissen aus Beweisen, dass er Briefe unterzeichnet hat, wo er Bischöfe in Deutschland, in Irland und in den Vereinigten Staaten angewiesen hat, nicht nur den weiterhin geschehenden Kinderhandel zu verdecken, sondern Beweismittel zu zerstören und die verantwortlichen Leute zu schützen. Und es gibt Leute, die Kopien dieser Briefe haben. Und sie haben in der Tat versucht, ein amerikanischer Anwalt namens Jonathan Levy versuchte, den Papst ausliefern zu lassen. Amerika sieht sich also Anzeigen gegenüber, aber der Vatikan ignorierte Vorladungen und die US-Regierung unterstützte den Vatikan. Aber es gibt definitive Beweise, dass er persönlich verantwortlich ist für die Vertuschung dieser Verbrechen. Ich wusste nicht davon, dass er so aktiv diese Verbrechen verdeckt hat und dass er die Zerstörung von Beweisen gewollt hat. Ich wusste das nicht. Ja, und auch die Tatsache, dass er wie jeder Papst Verantwortung hat, denn er war Oberhaupt der Kirche und damit hat er, was die exekutive Verantwortung genannt wird, für jedes Verbrechen, welches von seiner Organisation begangen wird. Das ist ein weiterer Grund, warum er schuldig ist.
I understand. If I look into the Roman Statute, I think in Article 28 as the responsibility of Ich verstehe, im römischen Statut sehe ich im Artikel 28 die Verantwortung von Führungspersonen, dass sie die Menschen unter ihnen kontrollieren müssen und sie können strafrechtlich verantwortlich werden, selbst wenn sie selbst niemanden schädigen. Das ist genau richtig, dass sie selbst, wenn sie das Verbrechen nicht selbst begangen haben, rechtlich verantwortlich sind für die Verbrechen der Priester und anderer Leute in ihrer Organisation. Ich bin mehr die öffentlichen Gerichte gewohnt, daher muss ich fragen, sieht der International Common Law Court of Justice als der zum ITCCS gehörende Gerichtshof seine Urteile eher als symbolisch wie die des Russell Tribunals an oder als rechtsverbindlich? Uns ist gesagt worden, dass die Entscheidungen des International Common Law Court Ansehen bei anderen Gerichten haben, und zwar aus zwei Gründen. Denn nach dem Völkerrecht können Bürger eines Landes, wo der Kurs einer Regierung diese involviert in der Teilnahme an einem Verbrechen, das Recht haben, ihre eigenen sogenannten Bürgertribunale zu bilden. Und rechtlich haben die Entscheidungen dieser Tribunale Gewicht bei anderen Gerichten, was zum Beispiel bedeutet, in Europa kann ein Gericht unsere Beweismittel und unsere Entscheidungen übernehmen zu den zahlreichen Leuten, die für schuldig befunden worden sind. On the website of the ITCCS, I find that the International Common Law Court of Justice. Laut der Website des ITCCS beruht der International Common Law Court of Justice auf Common Law. Wo finde ich dieses Common Law, wonach Menschen nicht nur der Staat ein Gericht schaffen können? Create a court. That's right, because the Common Law is based on. Richtig, denn das Common Law basiert auf einer Tradition in Europa, welches zum römischen Recht gehört. Das römische Recht sagt, dass nur die Herrschenden die Gerichte und das Recht etablieren können. Aber in einer Stammestradition, es kommt in der Tat aus Deutschland, von einer sächsischen Stammestradition, welche besagt, dass die Menschen die Quelle der Autorität sind. Und das ist der Grund, warum die amerikanische Unabhängigkeitserklärung sagt, dass die Menschen souverän sind, dass sie sich selbst regieren können. Und als sich selbst regierende Menschen haben wir das innewohnende Recht, Gerichte zu schaffen, um Menschen zu verhaften, welche unsere Gemeinschaft gefährden. Und solcherlei Dinge. Ja, es kommt von einer anderen rechtlichen Tradition als das römische Recht. Common Law sagt, dass jeder die Fähigkeit hat, solche Gerichte zu etablieren, wenn diese existieren. Hallo? Hallo? Ja? Wann hat jemand das Recht, solche Common Law Gerichte zu etablieren? Sie haben jederzeit das Recht, solch ein Gericht zu bilden, aber sie müssen auch zeigen, dass die Gerichte in ihrem eigenen Land sich nicht um diese Verbrechen kümmern und dass sie keine andere Möglichkeit haben, außer ihre eigenen Gerichte zu bilden. Und wir haben das bewiesen in Kanada in dem ersten Common Law Gerichtsfall, der angehört worden ist in Brüssel. Es ging um den Beweis des Völkermords in Kanada. Denn wir haben fast 15 Jahre lang versucht, vor kanadischen Gerichten die Krone von England, die Regierung und die Kirchen von Kanada zur Rechenschaft zu ziehen für Völkermord. Und immer wieder lehnen es die Gerichte in Kanada ab, über das Thema Völkermord zu entscheiden. Sie lehnen es ab, den Fall vor Gericht zuzulassen. Daher hatten wir keine andere Möglichkeit, als voranzugehen und unser eigenes Gericht zu schaffen. So, if I get it correctly, you have gone several times to the police and wenn ich es richtig verstehe, sind Sie mehrere Male zur Polizei gegangen und haben dort Anzeige erstattet, damit es verfolgt wird im öffentlichen Rechtssystem von Kanada. That's right, as early as 1999.
Ja, richtig. Bereits im Jahre 1998 ging ich zur Polizei an der Westküste von Kanada mit diesen Beweisen. Und sie lehnten es ab, das zu untersuchen, denn die Royal Mounted Police in Kanada hat sich selbst schuldig gemacht an diesen Verbrechen. Sie waren involviert darin, Kinder zu den Residential Schools zu bringen. Und sie lehnten es daher ab, dem nachzugehen. Wir gingen zum obersten Gerichtshof von Kanada. Bei zwei Anlässen klagten wir vor lokalen Gerichten. Und sie sagten immer das Gleiche. Und die Polizei lehnte es ab, zu ermitteln. So kamen wir zu dem Ergebnis, dass das ganze System in Kanada entschlossen ist, alle gemeinsam dieses Verbrechen zu leugnen. Und darum mussten wir woanders hingehen. Ich frage mich, Sie sind nicht zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegangen. Ich nehme an, weil er sich nicht mit Fällen vor dem 1. Juli 2002 beschäftigen kann und weil das meiste vor jenem Datum geschehen ist. Genau. Die zeitliche Beschränkung des Internationalen Strafgerichtshofs hielt uns davon ab, diese Verbrechen der Jahre bis zum Jahre 1996 dort anzuzeigen. Und wir fanden außerdem, dass der Internationale Gerichtshof, also der IGH in Den Haag, entscheiden kann über Streitigkeiten zwischen Nationen, aber nicht die Rechtsprechungsbefugnis hat, Einzelpersonen Anzeigen wegen Völkermord gegen die ganze Regierung vorbringen zu lassen. Das ist ein weiterer Grund, warum wir den International Common Law Court of Justice schaffen mussten. Kennen Sie historische Beispiele von Common Law Gerichten? Nicht in der Weise, wie wir ihn eingerichtet haben, obwohl es das Recht zur Schaffung von Common Law Gerichten in vielen Rechtsordnungen gibt, vor allem in Amerika und in England, wo sie das Recht anerkannt haben, in der Magna Carta für die Bürger, sich gegen ihre eigenen Regierungen zu verteidigen. Und das ist es auf viele Arten, was wir tun. Und was bestimmt die geographische Reichweite der Rechtsprechungsbefugnis eines Common Law Gerichts? Das Common Law Gericht beansprucht universelle Rechtsprechung. Das heißt, seine Macht erlangt es nicht von einem Mandat durch die Regierung, sondern es ist ein uns allen innewohnendes Recht. Das beschränkt seine Rechtsprechungsbefugnis nicht. Und es beansprucht universelle Rechtsprechungsbefugnis. Das bedeutet also, in Deutschland, auch wenn Sie vielleicht nicht die gleiche Common Law Tradition haben wie im englischen Recht, dass jeder das Recht hat oder hätte, diese Art von Gericht zu schaffen, ob nun für Zivilrecht oder für Strafrecht. I don't know it that from a German legal tradition. If I look in the German basic law, they said in Article 20 that the people Ich kenne das nicht aus einer deutschen Rechtstradition. Das deutsche Grundgesetz sagt in Artikel 20, dass das Volk die Herrschaft hat über Wahlen, über Volksabstimmungen und über die Organe der Legislative, Exekutive und Judikative, aber es wird keine Regelung erwähnt, wonach die Menschen Gerichte direkt schaffen könnten. Das ist im deutschen Grundgesetz nicht explizit erwähnt. Nein. Das überrascht mich nicht, denn die meisten Länder auf der Welt mögen die Vorstellung nicht, dass Bürger das Recht in die eigene Hand nehmen. Das beschneidet die Macht der anderen Autoritäten. Aber nochmal, das ist kein Recht, welches über eine Regierung erlangt wird. Es ist naturgegeben. Es ist Teil des Naturrechts. Wir haben in unserer Law, wir haben something called a basic right called to resistance, a right to resistance, taking the power into your hand. Wir haben in unserem Recht ein Grundrecht namens Widerstand. Das bedeutet, das Recht in die Hand zu nehmen, aber nur für den Schutz der Rechtsordnung als solches, unser Grundgesetz als solches, unsere Grundrechte, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, genau den Kern unseres Grundgesetzes. Ich denke, es ist auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass Menschen Widerstand leisten können, um das System der universellen Menschenrechte zu schützen. That's right. And also
Richtig, und auch, ich bin nicht sicher, was das Recht in Deutschland ist, aber in vielen Staaten gibt es Bürgerfestnahmevorschriften. Wenn Sie eine Straftat sehen und kein Polizist in der Nähe ist oder selbst wenn der Verdacht besteht, dass jemand verletzt werden könnte, wie zum Beispiel ein Kind, haben Sie als Bürger das Recht, jemanden festzunehmen und festzuhalten, bis die Polizei kommt und ihn dann an die Polizei zu übergeben. Das ist ein Recht, welches von vielen Regierungen anerkannt wird. Was ist Ihre Einschätzung hinsichtlich der Arbeit der kanadischen Wahrheitskommission? Die Wahrheitskommission, Sie meinen die Wahrheits- und Versöhnungskommission? Ja. Sie wurde von der Regierung geschaffen, um diese Verbrechen zu verbergen. Wir wissen das anhand des Mandats, welches sie von der Regierung erhalten hat. Und ihr Mandat war einfach, Beweise aufzuzeichnen, aber nicht strafrechtlich zu verfolgen. Es wird nicht erlaubt, strafrechtlich gegen Kirchen und Regierungen vorzugehen. Die Zeugenaussagen werden von der Regierung weggeschlossen und zensiert, bevor sie als Beweise zugelassen werden. Und sie wurden im Jahre 2008 geschaffen, nachdem viele dieser Klagen gestartet waren. Und was wir getan haben, ist zu zeigen, wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgefallen sind und zum Beispiel an diesen Indianerschulen. Und daher war es ein Versuch der Regierung und der Kirchen, diese Klagen zu stoppen und es zu kontrollieren, bevor es zu weit geht. Und sie haben definitiv viele der Aussagen und Beweise aus den Medien herausgehalten. Und sie haben verhindert, dass die Klagen offenlegen, was wirklich geschehen ist. Daher ist sie auf viele Weisen eine Fehlgeburt an Gerechtigkeit genannt worden, welche Gerechtigkeit behindert hat. Es wird verhindert, dass die wirkliche Geschichte herauskommt und nicht erlaubt, gerichtlich vorzugehen gegen diese kriminellen Gruppen. Die Vorstellung, welche ich gehört habe, diese Wahrheits- und Versöhnungsveranstaltungen können noch nicht mal den Namen eines Mannes aufnehmen, der einen geschädigt hat, in einer dieser Residential Schools. Sie verbieten die Nennung von Namen oder jegliche Bezugnahme auf Beweise, welche den Tod eines Kindes involvieren könnten. Sie sind also wirklich geschaffen worden, um die Regierung und die Kirchen zu schützen. Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, dass Sie nicht die Macht haben, das Erscheinen von jemand Bestimmten zu erzwingen. Sie können nicht wie ein Gericht erzwingen, dass Menschen erscheinen vor der Wahrheits- und Versöhnungskommission. Stimmt. Und auch nach dem Völkerrecht haben Regierungen und Gruppen wie die Kirchen, welche Verbrechen begangen haben, nicht das Recht, ihre eigenen Verbrechen zu untersuchen. Denn das ist eine befangene, voreingenommene Sache. Man kann nicht annehmen, dass sie eine ehrliche Beschreibung davon geben, was geschehen ist in solchen Regimes. Daher ist bereits die Einrichtung des TRC eine Verletzung des Völkerrechts. Es sollte ein Gremium von außerhalb gewesen sein, welches hineinkäme, um die Ermittlungen aufzunehmen. Und darum haben wir unser Tribunal geschaffen. Es ist dokumentiert als eine Nichtregierungsorganisation oder als ein Nichtregierungsgremium. If I look at the work of the International Criminal Court at The Hague, they only judge on individuals, only on the guilt of individuals. And if I see your recommendation, der internationale Strafgerichtshof in Den Haag urteilt nur über Individuen. Es geht nur um die Schuld von Individuen. Wenn ich mir Ihre Empfehlungen an den International Law Court of Justice hinsichtlich der Verbrechen in den kanadischen Residential Schools anschaue, haben Sie sich fokussiert auf Organisationen, nicht auf oder nicht nur auf die strafrechtliche Verantwortung von Einzelpersonen. Auf welcher Rechtsgrundlage? Nun, die rechtliche Doktrin der kollektiven Verantwortung für Verbrechen ist anerkannt von den Nürnberger Prozessen und von anderen Orten, wo sie Individuen anklagten, die jedoch repräsentierten, was wir kriminelle Regimes nennen. Sie versuchten, Verbrechen zu begehen unter dem Vorwand, dem Anschein von Krieg. Und das System als Ganzes war verantwortlich für diese Verbrechen, nicht nur Individuen. Und darum haben wir uns darauf gestützt,
Bei den Vereinten Nationen gibt es ein Prinzip, eine Reihe von Vorschriften genannt, die Statuten von Nürnberg. Und diese sagen, dass Bürger das Recht haben, Gerichte zu schaffen, um die Verbrechen ihrer eigenen Regierung zu untersuchen. Und die Regierung als Ganzes muss angeklagt werden. Es sind nicht nur Einzelpersonen, die verantwortlich sind. Sie gaben Gesetze heraus, welche die indianischen Residential Schools geschaffen haben. Die Krone von England brachte diese Gesetze ein. Die Kirchen als eine ganze Gruppe erzwang diese Gesetze. Und daher sind die Institutionen schuldig. Können Sie noch einmal wiederholen, wo finde ich diese Prinzipien? Die Vereinten Nationen, es wird das rechtliche Statut von Nürnberg genannt. Ich glaube, sie sind 1950 beschlossen worden und sie enthalten eine Reihe von Vorschriften, die Ermittlungen durchzuführen sind, zum Beispiel bei Kriegsverbrechen. Okay, is it a resolution of the UN General Assembly or is it the code for the court which has prosecuted? Gut, das ist eine Resolution der UNO-Vollversammlung. Oder sind es die Vorschriften für die Strafverfolgung für das Gericht, welches einige der höchstrangigen Nazi-Kriminellen verfolgt hat? Ja, es war in der Tat eine Reihe rechtlicher Prinzipien, welche sie verabschiedet haben. Diese werden die Nürnberger rechtlichen Prinzipien genannt, ich glaube, ab den 1930er Jahren. And what does it mean if an organization, if it Und was bedeutet es, wenn eine Organisation für schuldig befunden wird? Wer hat dann ins Gefängnis zu gehen? Nun, das bedeutet, dass nicht nur die leitende Person oder die leitenden Personen, sondern auch alle Mitglieder der Organisation verfolgt werden können, denn sie haben kollektive Verantwortung für alles, was in der Organisation getan wurde oder wird. Es gibt einen weiteren Vertrag, eine Konvention der Vereinten Nationen zu dem, was transnationale kriminelle Organisationen genannt wird. Das bedeutet, kriminelle Gruppen, die grenzüberschreitend operieren, die Mafia, die Ndrangheta gehören dazu. Der Vatikan selbst ist eine transnationale kriminelle Organisation. Er hat eine Politik, Kindervergewaltiger zu schützen, die mit Kindern handeln in ihren Gruppen. Daher ist er eine transnationale kriminelle Organisation, sodass jedes Mitglied in solch einer Organisation für schuldig befunden werden kann, wenn sie Geld an die Organisation geben oder ähnliches. Sie sind schuldig der Komplizenschaft an diesen Verbrechen. Well, I think if I look at the Vatican or at the main churches at Canada, they are doing so many things. They are also doing Der Vatikan und die großen Kirchen, sie tun so viele Dinge. Sie tun überwiegend sehr gute, sehr kreative Dinge gegenüber anderen Teilen der Bevölkerung. To other parts of the population. Well, it's true. The Mafia also contribute money to the poor. Stimmt, die Mafia gibt auch Geld für die Armen. Aber die Tatsache, dass die gleiche Organisation auch karitative Arbeiten macht, negiert die kriminellen Handlungen nicht, entbindet sie nicht von der strafrechtlichen Verantwortung für ihre anderen Handlungen. Daher das Thema Karitatives und was man sonst noch so tut, ist rechtlich nicht entscheidend hinsichtlich der Schuld dieser Organisationen. Und wouldn't it be more precise to say that it's a Wäre es nicht präziser zu sagen, dass es eine bestimmte Abteilung oder bestimmte Arme oder Netzwerke von Leuten innerhalb jener Organisationen sind, welche als kriminell anzusehen sind? Nein. Nehmen wir zum Beispiel den Fall des Vatikans. Er hat eine Politik, welche den gesamten Klerus überall auf der Welt bestimmt. Diese nennt sich Crimen soli Satanis. Es ist eine Politik, welche die Politik von Papst Franziskus ebenfalls bestätigt hat, dass, in Anführungszeichen gesagt, die Polizei nicht informiert werden soll, wenn Kinder geschädigt werden in der katholischen Kirche. Das ist eine kriminelle Verschwörung, ein Verbrechen zu verbergen. Und jene Politik verpflichtet jeden katholischen Klerus überall auf der Welt. Es ist also eine verbindliche Politik für alle ihre Beschäftigten, welche vom höchsten Amte kommt. Es ist eine Tatsache, dass in der Politik Crimen soli Satanis gesagt wird, dass diese Politik Teil des heiligen Amtes ist und dass es bedeutet, dass dies vom Papst selbst kommt.
Wenn also eine Politik jeden in einer Organisation bindet, bedeutet das, dass die Institution als Ganzes schuldig ist. And, well, I have not read yet, ich hatte bisher noch nicht die erwähnte UNO-Resolution zu transnationalen kriminellen Organisationen gelesen. Ich muss fragen, findet diese ebenfalls Anwendung auf internationale öffentlich-rechtliche Organisationen oder nur auf privatrechtliche Organisationen? Nun, sie regelt Strafrecht und es ist eine Konvention. Ich denke, sie heißt Konvention zu transnationaler organisierter Kriminalität. Ich denke, sie ist innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahre verabschiedet worden und sie besagt, dass Regierungen Gesetze einzubringen haben, um diese Konvention in ihren eigenen Ländern anzuwenden. Nicht alle Regierungen haben das getan, aber sie erlaubt, dass transnationale kriminelle Organisationen, wie zum Beispiel die Mafia, strafrechtlich verfolgt werden. Und sie zielt in erster Linie auf die Mafia und auf das organisierte Verbrechen ab, aber sie kann in diesem Fall angewendet werden auf jede Organisation, welche Verbrechen begeht, welche sie definieren als zum Beispiel Geldwäsche, Menschenhandel oder Drogenhandel oder ähnliches. Mafia ist unter private law, so es hat... Die Mafia ist privatrechtlich. Ich dachte, dass Strafverfolgung über sie, also über die Konvention, dass sie möglicherweise keine Anwendung findet auf öffentlich-rechtliche Organisationen. Es wäre eine privatrechtliche Organisation, welche strafrechtlich verfolgt würde, aber nach öffentlichem Recht, wenn eine Regierung Gesetzesgebung einbringt, um sie im eigenen Land anzuwenden auf jegliche dieser Gruppen. Können Sie mir sagen, was die Rolle der britischen Krone gewesen ist hinsichtlich der indianischen Residential Schools? Die Krone von England war die Haupt, also nun die Krone von England und der Vatikan waren die zwei Hauptinstitutionen, die verantwortlich sind für diese Verbrechen des Völkermords. Die Krone von England war das Staatsoberhaupt in Kanada über den Kirchen und über der Regierung. Es gab auch ein Gesetz vom Kronrat, welches diese Residential Schools etablierte. Wir haben auf unserer Webseite Kopien des Gesetzes, welche vom Büro dieses Kronat in London kam, welches eine eigene exekutive Einrichtung der Königin ist. Sie schufen diese Residential Schools. Sie brachten all die Gesetze ein, welche die Entführung von Kindern erlaubten. Auf jeder Ebene war die Krone das rechtliche Hauptgremium, welches für diese Verbrechen verantwortlich gewesen ist. I've seen in your presentation excerpts from debates in the Canadian Parliament. Ich habe in Ihrer Präsentation Ausschnitte von Debatten im kanadischen Parlament gesehen. Ich frage mich, inwieweit die Abgeordneten involviert gewesen sind oder inwieweit sie möglicherweise nur fahrlässig gewesen sind. Nun, vor ungefähr 2 Jahren schrieb ich erst an alle Abgeordneten über die Verbrechen und über die Verantwortung der Regierung für diese Verbrechen. Ich habe nie eine Antwort von irgendjemandem von ihnen erhalten. Aber als sie ihre eigene Untersuchung geschaffen haben, diese Wahrheits- und Versöhnungskommission, war keinem im Parlament erlaubt, darüber zu reden, denn sie sind alle zur absoluten Loyalität gegenüber der Krone, Königin Elisabeth, verpflichtet. Und so sind sie ihre Diener. Sie sind rechtlich nur Diener und somit nicht befugt, sie eines Verbrechens zu beschuldigen. Heute sind sie auf eine Weise irrelevant für diesen ganzen Prozess, denn sie dürfen nicht, und einige haben mir sogar gesagt, dass es ihnen rechtlich nicht gestattet ist, dieses Thema Völkermord durch den Staat anzusprechen. In how far is the ITCCS and inwieweit werden das ITCCS und der International Law Court of Justice akzeptiert von der Bevölkerung und von öffentlichen Institutionen? Sie haben sie informell anerkannt. Ich kenne Beamte und Polizisten, die sagen, dass sie anerkannt haben,
die Wahrheit dessen, was wir tun, aber es wird nicht offiziell anerkannt. Und ich würde sagen, die meisten Leute aus der Bevölkerung können diese Tatsache akzeptieren, dass wir die Regierung vor Gericht stellen können, dass wir die Regierung und die Kirchen vor Gericht stellen können. Die sagen sich, gut, vielleicht ist das symbolisch, aber es kann nicht durchgesetzt werden. Aber das ist nicht ganz richtig. Wir haben festgestellt, dass es eine sehr mächtige Wirkung hat, wenn man diese Urteile veröffentlicht. Papst Benedikt und drei weitere führende Vertreter der Kirche sind alle zurückgetreten, nachdem sie indigniert worden waren in unserem Gerichtsverfahren. Und sie wissen sehr gut, wann immer Beweise über ihre Schuld herauskommen, dass dann andere Gerichte tätig werden können. Und so denke ich, durch ihren Rücktritt beweisen sie oder haben sie bewiesen, dass sie die Macht dessen, was wir tun, kennen. Regarding Pope Benedict, I still have some doubts, and I have read in the Deutsche Wirtschaftsnachrichten that he has had big difficulties. Hinsichtlich Papst Benedikt habe ich einige Zweifel. Ich habe in den deutschen Wirtschaftsnachrichten gelesen, dass er große Schwierigkeiten gehabt hat, seine Macht gegenüber der Vatikanbank durchzusetzen. Was macht Sie sicher, dass sein Rücktritt erfolgt ist, eher wegen des Urteils des International Law Court of Justice und nicht eher wegen seiner Probleme mit der Vatikanbank oder aus anderen Gründen? Ich denke, er ist aus einer Reihe von Gründen zurückgetreten. Es war nicht allein aufgrund des Urteils unseres Gerichts. Ich denke, dass das Urteil unseres Gerichts Benzin ins Feuer gegossen hat. Es fügte Beweise hinzu zu seiner eigenen persönlichen Schuld. Aber Sie haben recht, dass es weitere Krisen gibt innerhalb der Vatikanbank, welche den Druck innerhalb der Kirche zu seinem Rücktritt sicherlich erhöht haben. Wie lange hat es gebraucht zwischen dem Urteil und seinem Rücktritt? Er trat am 11. Februar 2013 zurück. Zwei Wochen danach wurde das Urteil verkündet, am 25. Februar. Er trat zwei Wochen vor dem Urteil des Gerichts zurück, welches am 25. Februar 2013 verkündet wurde. Er trat im gleichen Monat zurück. Wir wissen auch, dass die spanische Regierung erwogen hat, einen Haftbefehl gegen ihn zu erlassen, und sie schickte eine diplomatische Note zum vatikanischen Außenminister am 6. Februar, welches der Freitag vor seinem Rücktritt war. Wir wissen also, dass dies möglicherweise eine Rolle bei seinem Rücktritt gespielt hat. Warum sind die Spanier involviert gewesen? Einer der Gründe ist, dass es Gerichtsverfahren in Spanien gibt, die bewiesen haben, dass unter der Franco-Diktatur die katholische Kirche mit über 300.000 Kindern von politischen Gefangenen gehandelt hat. Und das erzbischöfliche Büro von Papst Franziskus tat das Gleiche, als er ein Erzbischof von Argentinien gewesen ist, während der dortigen Militärdiktatur. Sie verkauften die Kinder politischer Gefangener dort regelmäßig für viel Geld. Ich traf in Barcelona einige der Überlebenden, die als Kinder von der katholischen Kirche gehandelt worden sind. Die katholische Kirche hat über 20 Milliarden Dollar verdient, damit in Spanien während ungefähr 30 Jahren. Und die spanische Regierung hat bereits damit begonnen, Gerichtsverfahren zu betreiben gegen die katholische Kirche basierend darauf. Sie sahen sich also zuversichtlich auf der Grundlage, dass sie strafrechtlich verfolgen konnten, selbst gegenüber dem Papst. Denn jene Verfahren hatten bereits begonnen. Und wirklich 300.000 Menschen bedeutete, dass die Adoption der Kinder durch Leute, die der Regierung treu sind und ihr folgen, oder bedeutet das, Kinder zu schicken an Menschen, die Gewalt an ihnen verüben? Ich verstehe. Beides. Es gibt einige schriftliche Artikel, die mir vorliegen und die ich Ihnen zusenden kann, welche diese Fälle in Spanien beschreiben. Und der Hauptzweck davon, es wurde geschaffen nach der Errichtung der Macht Francos, und er wollte die Kinder seiner politischen Gegner wegnehmen, die für die Republik gekämpft hatten, die linksgerichtet waren. Er wollte die Kinder nehmen und sie konvertieren in loyale Faschisten und loyale Katholiken. Und
Darum steckten sie sie vorsätzlich in die Haushalte von Regierungsmitgliedern und anderen, um sie als Unterstützer seiner Regierung zu erziehen. Vielleicht als Rache an seinen Gegnern oder was auch immer. Aber die gleichen Kinder wurden ziemlich oft auch an die Haushalte von Kindervergewaltigern geschickt, welche sie benutzen würden. Es war also beides. If I understand it, then there probably it's Spain, there has not been such, wenn ich es richtig verstehe, hat es in Spanien vermutlich nicht solch eine Todesrate gegeben, aber es scheint, dass vermutlich noch mehr Kinder ihren Familien weggenommen worden sind. Ja, wir fanden heraus, dass in katholischen Ländern, vor allem in weniger entwickelten Ländern, das Vorkommen von Kinderhandel viel höher ist, denn die Menschen fordern traditionell nicht die Kirchen heraus. Die katholische Kirche hat eine Menge Macht gehabt, Kinder zu nehmen und sie verschwinden zu lassen, und niemand stellt Fragen. Es ist das Gleiche, was wir hier in Kanada mit Indianern haben. Indianer können vermisst werden und keiner scheint sich wirklich darum zu kümmern. Wie ist die Akzeptanz des International Law Court of Justice bei den Indigenen in Kanada? Wir haben festgestellt, dass eine Menge eingeborener Menschen unseren Fall unterstützen, aber nicht die eingeborenen Führungspersonen, die von der Regierung finanziert sind. Und so haben wir oft Augenzeugen, die ihre Geschichte mitteilen, und wir haben solche lokalen Gerichte, die zusammengekommen sind, um die Geschichten der Menschen zu hören und sie hinsichtlich Common Law Gerichten zu entmutigen. Sie verlassen sich auf königliche Gerichte der Regierung. Es gibt also auch innerhalb der indigenen Gemeinschaft eine Spaltung. Artikel 21, Paragraph 3, Roman Statute prescribes that Artikel 21 Absatz 3 römisches Statut schreibt vor, dass die Anwendung und die Auslegung des römischen Statuts durch den Internationalen Strafgerichtshof vereinbar sein muss mit den international anerkannten Menschenrechten. Ich nehme an, dass sich das hauptsächlich darauf bezieht, also auf die universellen Menschenrechte der Vereinten Nationen. Inwieweit bezieht sich der International Common Law Court of Justice auf Menschenrechte oder wendet er sie an für die Auslegung des Völkerstrafrechts? Sie meinen, wie sehr wir uns stützen auf die Konventionen und auf die internationale Menschenrechtserklärung und so weiter? Wir stützen uns darauf als eine Quelle, aber nicht als einzige Quelle, denn diese Konventionen der Vereinten Nationen erfordern ermächtigende Gesetzgebung durch Regierungen. Und was wir sagen ist, dass unsere Gerichte keine ermächtigende Gesetzgebung von Regierungen benötigen, denn dann können sie politisch kontrolliert werden. In Kanada wurde zum Beispiel die Konvention zum Völkermord, welche die Vereinten Nationen 1948 beschlossen haben, im Jahre 1952 angenommen, aber sie bekam keine ermächtigende Gesetzgebung, um sie zu geltendem Recht in Kanada zu machen, bis zum Jahre 2000. Sie taten das vorsätzlich, damit keine Fälle vorgebracht werden konnten wegen der Residential Schools in Kanada. Und wenn wir es also auf diese Konvention alleine stützen würden, wären wir in unserer Handlungsfähigkeit beschränkt gewesen, abhängig davon, ob oder ob nicht die Regierung diese Gesetzgebung im eigenen Land hat. Und wie gesagt, Common Law als universelle Rechtsprechung hängt nicht von den Handlungen von Regierungen ab. Können bereits weitere Fälle erwähnt werden, die Sie haben? Wir haben einen zweiten Fall angenommen, welcher globalen Kinderhandel betrifft. Und die drei Hauptbeschuldigten waren der gegenwärtige Papst Franziskus, der Vorsitzende der Jesuiten, Adolfo Bischon, und der Erzbischof von Canterbury in England, Justin Welby. Nun, dieser Fall wurde vertagt, denn nachdem wir begonnen hatten zu ermitteln, fanden wir heraus, dass es ein gewaltiger Fall war. Es gab eine enorme Menge an Beweisen, einschließlich Beweisen, dass die Kirchen vor allem mit Kindern handelten, und das Common Law Gericht schuf ein investigatives Gremium, um hinauszugehen und mehr Beweise zu sammeln, um zusammenzuarbeiten mit Gruppen wie zum Beispiel Interpol und
Künftig wollen sie über einen Fall auf dieser Grundlage entscheiden, aber sie brauchen mehr Zeit, Beweise zu sammeln und diese Arbeit zu tun. Und um Zeugen zu schützen, denn sie stellten fest, dass sie nicht die Ressourcen hatten, um der Aufgabe, Menschen zu schützen, gerecht zu werden, um diesen Fall in einer ordnungsgemäßen Weise zu betreiben. Und daher haben wir zum Beispiel kooperiert mit Interpol in Europa und wir haben ihnen Informationen gegeben, sodass sie vor einigen Monaten ein paar tausend Leute ausschwärmen ließen und Kinder befreiten, die in Belgien entführt worden waren. Wir tun also eine ganze Menge Arbeit in der Gemeinschaft mit Polizeikräften zusammen, um die Beweise zu sammeln. Aber wir erwarten, dass dieser Fall erneut aufgenommen wird. Wie kann die Öffentlichkeit den International Law Court of Justice unterstützen? Wir haben auch in Deutschland Gruppen, die sich um Fälle kümmern, sagen wir, von Belästigung durch die Polizei oder von Korrupten, von Gerichten in Deutschland und die ihn als ein Modell benutzen. Und wir haben im Kontext von Deutschland Kontakt zu Gruppen, welche versuchen, die Öffentlichkeit zu informieren, um sich um diese Straftaten zu kümmern und auch um die Kinder in ihren Gemeinden zu schützen vor diesen Taten. Und ich habe vor, in Deutschland zu sein im Juni und Juli, also während des Sommers, als Teil einer Europatour zu vielen dieser Gruppen, um viele dieser Gruppen zu vereinen, um Common Law Gruppen und Gerichte zu schaffen. Und Sie können uns kontaktieren. Ich glaube, Sie haben meine E-Mail-Adresse. Sie ist auch auf meiner Webseite. Und Sie können sich informieren und mich einladen in Ihre Gemeinschaft und wir können gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. Okay, maybe when you're in Germany, maybe there's a possibility to see. Ja, gut, wenn Sie in Deutschland sind, gibt es vielleicht die Möglichkeit, Sie persönlich zu treffen, um mehr zu verstehen über Common Law. Ja, absolut, natürlich. Ich habe vor, öffentliche Reden zu halten und ebenso mich mit Gruppen zu treffen und ich stehe gerne zur Verfügung für weitere Interviews, auch dazu dieser ganzen Thematik. Okay. Many thanks for the interview and I wish you much. Ja, gut, vielen Dank für das Interview und ich wünsche Ihnen viel Kraft für Ihre Arbeit. Ich bedanke mich ebenso für das Interview und wenn Sie mir eine E-Mail senden, werde ich Ihnen all diese Links und Informationen zuschicken, wohin ich kommen werde. Wo leben Sie in Deutschland? Ich lebe in Wuppertal, es ist in der Nähe von Düsseldorf oder Köln. Ich werde Sie es definitiv wissen lassen. Es sollte Mitte Juni sein, wenn ich es hinbekommen werde. Aber ich werde Sie über E-Mail informieren. Okay, thank you. Ja, danke. Könnten Sie mir möglicherweise einen Querverweis schicken, wenn es online gepostet ist, um es anderen Leuten in Deutschland zu zeigen? Ja, natürlich. Danke. Ja, vielen Dank und viel Glück mit Ihrer Arbeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Goodbye.